Ja, hier steht noch das eine Beispiel für eine rekursive Folge mit Grenzwert. Jetzt nehme ich noch eine relativ berühmte rekursive Folge. Mal gucken, ob ihr sie direkt erkennt. Ansonsten rechnet selber mal den Grenzwert aus. Also an plus 1 ist gleich an. Ich teile durch 2, an soll es auch sein, plus 1 durch an, also den Kehrwert. Ihr startet also irgendwo, bei welchem Wert auch immer. An gleich n, an gleich 70 und dann geht's los. Ich setze 70 ein. 70 durch 2 ist 35. 35 plus 1 durch 70 wäre 35 ein Siebzigstel und dann entsprechend wieder und so weiter und so fort. So ergibt sich immer das nächste Folgeglied. Und angenommen eben der Grenzwert existiert, dann ergibt er sich ja wieder aus Grenzwert halbe plus 1 durch Grenzwert. Das hatte ich in dem letzten Video deutlich gemacht einmal, falls man jetzt das Video als erstes schaut. Und da hätten wir eine Gleichung, die wir lösen können sollten, nach welchem Schema auch immer. Ich mache nochmal ähnlich wie bei dem anderen Video jetzt hier g halbe schreibe ich um zu ein halbes g plus ein Gtel, so blöd es sich anhört, minus ein halb g rüber. Ein g minus ein halb g ist ein halb g, gleich 1 durch g. Mal g, das ist einfach nur ein bisschen Spielerei. Mal ein halb, jetzt kann ich entweder sagen, ich schreibe hier mal 2 hin oder durch ein halb, ist ja wurscht. Dann hätten wir hier 2 und dann hätten wir entweder, soll g1 heißen, ist Wurzel 2 oder g2 ist minus Wurzel 2. Das kann natürlich nicht sein. Könnte man jetzt auch noch ein bisschen argumentieren, positiven Wert eingesetzt. Ich teile den positiven Wert und packe wieder einen positiven Wert dazu. Deshalb, jetzt sollte man es gesehen haben, das ist die Berechnungsmöglichkeit durch eine rekursive Folge, um an den Wert Wurzel 2 zu kommen. Ja, könnte man jetzt noch, wie im anderen Video auch gesagt, in Excel mal eingeben und dann durchlaufen lassen. Da sollte man auch relativ schnell bei dem Wert ankommen.